Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Diablo 3. Wir sind immer noch natürlich in Akt 3 auf der Brücke von Korsik. Das ist unser nächster Punkt, unser nächstes Ziel. Und ich habe die einmal schon ganz kurz angetriggert. Weg. Okay, es hat irgendwie nichts so wirklich gebracht, weil ruckeln tut uns jetzt gerade immer noch. Naja, egal. Wir knallen die trotzdem weg. Falls ich meine Stimme vielleicht ein bisschen komisch anhören könnte, sollte, müsste. Ich bin im Begriff wieder krank zu werden. Er ist auch so, ich war erst vor einem Monat krank. Als irgendwie hat es mich schon wieder erwischt, ey. Es ist echt zum Kötzeln. Zum Kötzeln, sage ich euch. Aber, naja. Ich bin da auch nicht so der Typ, der dann sagt, ach, ich mache jetzt Pause, weil, ich bin krank. Nö, da bin ich nicht der Typ, der dann Pause macht, muss ich sagen. Das muss ich einfach mal so sagen. Alter, was ist denn los hier? Meine Fresse. So, jetzt läuft der Hase. Hier sind genug Monster, dann refresht sich das wunderbar. Dann passt das. Ich muss sagen, so lang geht der Akt gar nicht mehr. Es gibt nur noch zwei Quests danach. Oder zwei Unterakte, wie auch immer man das jetzt... Uiuiuiui, warte mal. Wie man das auch immer nennen möchte. Wir haben es geschafft. Wir sind jetzt schon in 5. Also hier Quest 5, 2. Oh, man kommt schon 6 und 7. Viel ist nicht mehr und dann sind wir schon am Ende. Beziehungsweise, was heißt am Ende? Dann sind wir schon im letzten, finalen Akt. Ach, jetzt kommt schon wieder... Ach, die Grabschis, ey. Die Grabschis, die gehen mir auf den Sack. Ja, fliegt, ihr kleinen Nucken. Fliegt. So ist cool. Ich sehe zwar gar nichts. Man kann die noch... Achso, der ist noch gar nicht tot. Man kann die noch besser pullen natürlich, aber... Ich bin ja auch nicht der Puller. Das hört sich irgendwie falsch an, ich bin nicht der Puller. Aber... Oh, das ist zum Beispiel... Ich kann nicht richtig husten, ey. Das tut so scheiße weh. Das ist echt schlimm. Aber das ist mir ja völlig wurscht. Für euch Meister auch gerne. Weg. Oh nein, nicht ich schon wieder, geh weg. Ich warte immer noch. Please, let me alone. Halt mich. Ich bin geheilt. Ihr kleinen Scheißviecher. Ihr kleinen Scheißviecher, lass mich bloß in Ruhe. Daneben. Daneben. Ich brauche mehr Zeit. So, ich sollte jetzt mal hier mich langsam drum kümmern, das hier kaputt zu machen. Die halten ja nicht viel aus. Zack, das war das erste Ding. Ich warte immer noch. Nix. Ich sehe schon Dinge. Ja, husten geht gar nicht. Das tut richtig ekelhaft weh. Aber egal. Solange ich nicht husten muss, ist alles gut. Und heute ist auch so der erste Tag, wo ich das merke, dass ich krank werde. Und deswegen, da geht es auch noch immer, finde ich. Da ist auch noch immer alles super. Ich glaube, morgen... Für euch dann vorgestern. Ich nehme das hier 3 Tage vorm Release auf, wenn man so möchte. Ne, ist ja auch so. Was heißt, wenn man so möchte? Ist so. Faktisch. Zack. Oh, weg. Ich bin tot. Verdammt. Oh, diese Grabschis, ey. Die gehen mir doch auf den Sack. So, ich gehe wieder hier lang. Hier ist, die Trebuchet, die müssen wir auch kaputt machen. Und das werden wir tun. Der einzige Vorteil, wenn man so sehen möchte, den man hat, wenn man eine Erkältung hat, ist, dass man eine etwas rauchigere Stimme bekommt. Ich bin schon wieder tot. Verdammt, jetzt habe ich nicht darauf geachtet, dass ich mal hätte einen Heiltrank nehmen sollen. Achso, verdammt, warum ist denn eigentlich auf der Taste kein Heiltrank? Das ist doof. Ha. Ich will ganz kurz was machen in den Einstellungen. Das ist natürlich super, dass mir das jetzt entfällt. So,
schon 45 Parts gemacht und jetzt fällt es mir ein, ich muss es unbedingt machen. Clever. Warte, nein. Hm? Ach, Steuerung R war das. Aha. Danke. Ach stimmt, es gibt's ja auch, die tollen Sachen. Super. Ja, ach komm, hier, Alter, hier gibt's noch viel mehr. Krass. So, warum stand das jetzt nicht hier? Aha. Ach so, ach, das war auf der mittleren Maustaste. Ja gut, ist auch okay. Muss man natürlich dann auch wissen. Dann ist ja okay. Gut, dass wir mal drüber gesprochen haben. Oh nein, ich bin rausgetappt. Ich bin geheim. Ich warte immer noch mehr. Ich bin rausgetappt. So, ihr haltet ja nicht so viel aus. Den Kackspatten. Boah, die nerven aber auch ohne Ende. Ich muss es einfach mal so sagen, die nerven. Aber auf den Tod, ohne Spaß. Stirb. Nein, du lass mich in Ruhe mit dem komischen Tentakel an. Ey. Wir sind hier nicht in einem Tentakel-Hentai, ja? Du alte Drecksau. Nein! Ich wurde geheilt. Ja. Das hast du komplett richtig erkannt, Madame. So, kein Problem. Alle tot. Alle tot. Haben wir hier? Hier haben wir nichts. Recht uninteressant. So, das nichts. Ist nicht sonderlich spannend. Was ich auch nicht verstehe, ist, dass wir für manche Sachen nicht mehr Erfahrungspunkte bekommen. Ich brauche mehr Zeit. Ist ja ein Mysterium, dass die immer gleich geblieben sind. Wenn wir irgendwelche Quests abschließen, dann bekommt man ja je höher das Schwierigkeitslevel ist, nicht automatisch auch mehr, aber mehr Erfahrungspunkte. Finde ich nicht gut. Ach, ihr kommt viel zu spät, ihr hättet vorher kommen müssen. Ja. Komischen Flatterfischers, ihr. Ich mach alles kaputt, weil ich es kann. So, da müssen wir nachher weiter. Bei allem, was heilig ist, seht ihr den Feind da drüben? So, zack, 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 komm schon. Komm schon ran. Immer schön einfrieren, immer schön einfrieren. Töte sie einfach. Einfach nur töten. Nein, nicht weggehen. Bist du doof? Du sollst sie doch töten. Wenn du weg bist, kannst du nicht töten. Jetzt bleib doch mal da. Kind. Was soll das denn? So kannst du das doch alles nicht machen. Stirb. Stirb. Ah, die sind schon... Nee, die sind noch gar nicht tot. Die leben ja noch. Sir Pestilenz ist noch am Leben. Jetzt nicht mehr. Oh, einfach mal Batzen, ey. Batzengold, den wir hier haben. So, du stirb auch, du Höllenbringer-Ding. Oh. Haben wir teilweise ruhige Passagen. Und dann wieder, wo so zwei, drei Münsterchen kommen, ne? Wie hier zum Beispiel. Sind ja auch so zwei, drei, genau. Die kommen auch noch dazu. Finde ich gut. Finde ich gut. Die Sperrhainis sollten mal näher kommen, aber... Wäre ja dumm, ne? So, zack. Ja, da musst du so dran glauben. Auch kein Problem, mein Freund. Macht nichts. Dann müssen die alle hier auf der Seite sein. Noch nicht bereit. Oh, dann könnte man hier auch eventuell das Amulett bekommen. Könnte sein. Ich brauche mehr Zeit. Ja, ja, ja. Haben wir aber nicht. So, du Bollwerk-Dämon, bist hier ein bisschen falsch, ne?
Möchte ich mal fast behaupten wollen. Oh. Ich wurde geheilt. Oh nö, nicht ihr schon wieder. Ihr geht mit Toki auf den Sack. Ah, oh, ich sehe da schon wieder Schatten von Monsters. Monsters hin. Brauche mehr Arkankraft. Ah, cool, er hat mich geheilt. Furchtbarst nett, lieber Herr Templer. Ich weiß gar nicht, wie ich das gut machen kann. Wieder. Ich brauche mehr Zeit. Okay. Eigentlich dachte ich, ich habe. Aber habe ich anscheinend nicht. Der Heiltrank war für den Arsch. Na gut, dann kann ich jetzt aber hier lang gehen. Das ist egal. Höhle des Frosts. Mehr Zeit. Ah, das Problem ist, die teilen sich auch mal ein bisschen auf. Eigentlich ja clever. Wenn die nicht immer an einem Fleck sitzen. So, für einen Spieler ist es aber ein bisschen blöd. So, wir gehen jetzt direkt in die Höhle rein. Den Rest machen wir danach. Ach, genau. Da werden wir schon erwartet. Ich bin begeistert. Entzückt, könnte man sagen. Entzückt. So, einer ist down. Also, das geht. Der ist größer geworden. Aber auch das macht nichts. Der kann gerne so groß werden, wie er möchte. Was ist denn ja relativ schnuppe? Alter, okay. Krass. Die machen ganz schön Schaden bei mir. Na gut. Ob ich jetzt das hier anmache oder nicht, spielt eigentlich nicht so die große Rolle. Ich mache aber auch Schaden bei denen. Ich warte immer noch. So, das ist auch Doge. Ah, die mag ich ja auch nicht so unbedingt. Die sind jetzt nicht meine besten Freunde. Noch nicht bereit. Mit ihren Bomben. Dieser Attentäter. Attentäter. Kann ich überhaupt nicht gutheißen. Oh. Oh. Ja. Juhu! Da liegt ein Arm. Ach, Kampfgeruch schwängert die Luft. Dies ist Was? Der richtige Ort für uns. Der Geruch von Blut hat auf mich nicht dieselbe anregende Wirkung wie auf euch, Cormac. Ich brauche mehr Zeit. Haben die denn kein Pariser benutzt? Mann. Der war schlecht. Er war sehr schlecht. Aber egal. Dafür bin ich ja da, für schlechte Witze. So. Da kriegt man eine voll tiefe Stimme, ey. Ist voll geil. Ein mächtiger Gegner erwartet uns. Ein mächtiger Gegner. Aber die sind ja überall verteilt. Hallo, komm doch mal her. Du mächtiger Gegner. Komm her. Auf jeden Fall hört sie sich für mich ein bisschen tiefer an als meine normale Stimme. Aber dann hört er seine eigene Stimme immer ein bisschen anders. Aua. Ich brauche mehr Zeit. Ex Ratio Reite. Ich glaube, von dem kriegt man das sogar. Oder? Ich bin mir nicht so sicher. Das Amulett, das braucht man. Ich glaube. Boah, jetzt will ich nichts Falsches sagen. Ich glaube aber für den Hirtenstab, oder? Nee, doch. Ja, nee, doch. Ich glaube schon. Ich brauche mehr Zeit. Für den Hirtenstab. Boah, wie lange ich gebraucht habe, um dieses. Aber wobei eigentlich geht das halt eine Nacht gedauert oder so. Okay, wir haben es nicht bekommen. Vielleicht war das auch gar nicht. Kann auch sein, dass das nicht war. Wie gesagt, ich weiß das nicht mehr. Das ist schon so lange her, seitdem ich das gefarmt habe. Man kann sich ja nicht an alles erinnern. Bin schon alt, ich muss die unwichtigen Sachen, muss ich wieder aus meinem Gedächtnis löschen. Ah, hier geht's weiter. Super. Dann, okay, hier ist auch Schluss mit lustig. Ende Gelände. Komm mal her, du. Ich warte immer noch. So. So. Hallo. GEZ.
Schon gezahlt? Ich brauche mehr Zeit. Boah, diese Werbung habe ich ja auch gehasst. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Boah, war die Scheiße, ey. So getan, als ob es cool ist. GZ. Schon GZ halt. Scheiß Werbung. So ein Scheißverein. GZ genauso Quatsch wie die GEMA. Na, ja, wobei die GEMA macht ja eigentlich. Ich warte immer noch. Ich bin schwer verwundet. Ist das ja schon gar nicht mal so doof, dass die GEMA da ist, aber naja, die Art und Weise, wie sie das halt alles handhabt, ist nicht ganz so toll. Vertreten zwar so mehr oder weniger die Rechte der Musiker, aber die Musiker haben auch irgendwie gar nichts zu sagen. Wenn ein Musiker möchte, dass man sein Lied überall hören darf, ist das der GZ, der GZ, der GEMA auch relativ schnuppe, weil die dann trotzdem Geld dafür haben wollen. Ja, ja, die GEMA. Aber naja, vielleicht wird es irgendwann abgeschafft, vielleicht auch nicht. Es wäre toll. Aber wenn es nicht so ist, dann ist es halt nicht so. Dann wird bei YouTube für immer, es wird in einigen Ländern nicht zu sehen sein, Deutschland bleiben. Damit müssen wir dann leben. Noch nicht bereit. Viel drinne, aber irgendwie nichts wirklich Interessantes. Ja. Wobei ja eh jeder hingehen könnte zu YouTube und sagen, so, ich habe ein Anrecht auf dieses Lied, weil ich habe es gehört beim Kacken oder so. Nee, dann, das prüft ja keinen Arsch nach. Also ist dann einfach bei YouTube in der Datenbank drin, das Stimmer. Der und der hat halt ein Anrecht darauf. Der hat die Rechte. Ob das nun stimmt oder nicht, wird da auch nicht mehr nachgeprüft. Weil ganz oft, das ist ja, also mittlerweile ist es ja, Scheiße. Ah, ist tot, okay. Mittlerweile ist es ja schon so, dass die ganzen Publisher das gar nicht mehr so als negativ Sache empfinden. Bin eigentlich eher mal positiv gestimmt über Let's Plays. Das hat kostenlose Werbung. Das haben sie ja mittlerweile erkannt, die Jungs und Mädchens von den ganzen Firmen. Komm schon, ich will ihn töten, ich will ihn töten, ich will ihn töten. Töten! Jawohl, ich hab's geschafft. Nice. Oh, ich hab einen Plan bekommen. Die sind da teilweise echt gar nicht mehr dagegen. Freuen sich eher darüber, weil für die, wie gesagt, kostenlose Werbung. Ist doch alles Schnuppe. Alles Schnuppe? Ist natürlich alles supi. So. Alles Schnuppe, ey. Da, ein würdiger Gegner. Ich bin auch alles Schnuppe. Ich brauche mehr Zeit. Ach, jetzt spammt doch nicht euren Scheiß hier. Ihr Scheißer. So. Ich warte immer noch. Nein, der da hinten schmeißt immer Bomben auf mich. Das finde ich nicht gut. Jetzt habe ich hier noch zwei. Einer schon down. Warte, warte, warte. Nein, hier. Junge. Hilfe. Muss weg. Auf der Flucht. Auf der Flucht, habe ich gesagt. Ich brauche mehr Zeit. Ui, 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 ui. Los, 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 heil, 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 okay. Oh, ich hab's. Nein, 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 der lebt noch, der lebt noch. Ich kann nicht mehr tragen. Leck's mir warm, wasch, das war knapp. Junge, Junge, Junge. Das war echt knapp, ey. Muss ich sagen. So, dann können wir den ganzen Scheiß mal einstampfen. Ich weiß immer noch nicht, warum ich das eigentlich alles mitnehme. Irgendwie habe ich den Zwang. Habe den Zwang, es mitzunehmen. Ich kann es nicht ändern. Oh. Die schillernde Träne behalte ich. Vielen Dank. So, die Handwerkszutaten da wieder rein. Das Buch. Und hier wieder hin. Und zack, zack, zack. Achso, reparieren wollte ich noch. Nix reden. Mach hin. So.